Das hier ist meine lange Bandschlinge, die ist 2,40 Meter lang. Ich finde eigentlich recht gut, weil damit kann man so ziemlich alles einfangen, also Blöcke, Bäume und alles weitere und so relativ schnell Standplätze bauen. Oder man kann es mal nehmen, um verschiedene Sachen zu verbinden oder auch mal einen Standplatzkrage bauen. So, jetzt ist nur die Frage, nutzen kann man das ganz toll, aber wie verstaue ich dann das Ganze in meinem Gurt? Und da gibt es sehr viele Varianten und Methoden. Also ich habe grundsätzlich zwei Methoden. Ich unterscheide, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das heute benötige. Wenn die Wahrscheinlichkeit eher groß ist, dass ich das heute benötige, dann mache ich eigentlich die Variante. Ich nehme das Ganze, lege es zusammen einmal, habe dann die Länge 1,20 Meter und verstaue das Ganze so, wie ich auch meine 1,20 Meter Bandschlingen verstaue. Mit einem Karabiner mache ich hier eine Schlinge und lege mir das um. Der Vorteil da ist, selbst wenn ich mal ein Seil drüber lege oder einen Rucksack aus Versehen drüber ziehe oder noch 15 andere Schlingen drüber ziehe, ich kann das relativ schnell eigentlich rausholen. Und zwar, ich öffne den Karabiner, ziehe es raus und habe sie dann parat. Jetzt ist nur eins wichtig, generell, wenn man diese Technik macht. Man sollte nicht das direkt in diese Art und Weise nehmen und zusammenlegen, weil da ist das Problem, muss ich leider mal mit einem Karabiner teuer bezahlen, dass wenn man das so macht, dass dann ein Karabiner rausfallen kann. Deswegen ist es wichtig, wenn man das macht, immer mindestens einmal eine Seite drehen in eine Richtung und dann erst einklippen, weil wenn man es dann macht, dann ist der Karabiner quasi gefangen in jeder erdenklichen Situation und kann nicht mehr rausfallen. Das heißt, in dieser Art und Weise mache ich das Ganze. Wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass ich die Schlinge heute verwenden werde, wenn ich sage, ich möchte sie dabei haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering oder ich will das generell irgendwie verstauen, dann mache ich das genauso. Erstmal nehme ich die ganze Schlinge doppelt, dann drehe ich das nochmal ein und habe es jetzt quasi vierfach genommen. Ich achte darauf, dass hier das Vernähte ziemlich nah ist an dem Ende. Und jetzt nehme ich eigentlich das Ganze und verdrehe das. Ich drehe. Wenn ich drehe, dann bekomme ich so wie so einen Zopf. Und jetzt merkt man, jetzt fängt es an, sich in sich zu verdrehen. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Ich drehe das jetzt noch weiter und erhalte dadurch kann ich das noch unterstützen. Das ist extrem kompakt, klein zusammen. Es ist sehr kurz. Wenn ich mir das jetzt in den Gurt hinhänge, hängt es nicht so weit runter hinten. Das heißt, auch wenn ich im Hochturn unterwegs bin, bleibe ich nicht mit den Steigeisen hängen, wenn ich mich mal hinknie. Also ist es eine relativ gute Variante, das so am Gurt zu verstauen. Die Variante für offene Schlingen, die zu verstauen, kann ich euch auch noch zeigen. Das ist eine 4 Meter lange Kevlar-Schlinge, die ist nicht verknotet und hier mache ich das voll in der Maße, wenn ich die aufnehme. Ich will die als, quasi als kleine Puppe an meinen Gurt hängen. Ich mache das Ganze so, ich lege die beiden Enden hier zwischen Daumen und Zeigefinger, klemme das hier ein so ein bisschen und spreiz aber meine Finger trotzdem so weit wie es geht. Dann hänge ich das hier ein und gehe hier um den Daumen rum. Und dann gehe ich über den kleinen Finger, über den Daumen, über den kleinen Finger, über den Daumen, über den kleinen Finger, über den Daumen und über den kleinen Finger. Und jetzt ist der Rest relativ kurz. Und jetzt gehe ich her
Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, was ich da halt zu den gewöhnlichen weiteren Techniken. Jetzt habe ich ja hier eine Verjüngung quasi hier. Und die Verjüngung, die lässt jetzt hier eigentlich zu, dass ich das wunderbar hier aufwickeln kann. Und dadurch rutscht mir das Ganze nicht so auseinander, wie wenn ich es nur parallel legen würde. Dann schaue ich, dass ich das kräftig zuziehe, ziehe das nochmal durch. Gegen Ende wird es dann oft relativ knapp, aber das ist gut so. Dann schiebe ich das hier durch und da reicht es wirklich, wirklich, wenn es einfach so durchkommt. Weil ich will das ja einfach in meinen Karabiner hängen. Dann gehe ich jetzt her, nehme meinen Karabiner, ziehe da die Schlaufe nochmal rauf und habe das ultra kompakt hier hängen. Und wenn ich jetzt hier an irgendwas ziehe, dann kann das gar nicht rausrutschen, weil ich habe das hier fixiert. Und das ist wieder ultra kompakt, hat genau die gleiche Länge wie die Bandschlinge. Hänge das wieder an den Gurt und bin super kompakt unterwegs.